Der Gärtron ist ein von Audi organisiertes mehrtägiges Event, bei dem Studenten verschiedener Fachrichtungen und Schüler die Möglichkeit bekommen, über mehrere Tage hinweg innovative Prototypen zu entwickeln und gemeinsam daran zu basteln in kleinen Gruppen. Dabei haben die Schüler und die Studenten die Möglichkeit, wirklich Ideen selbst zu entwickeln und voranzutreiben und das in Form von einer Art kleinem Hackathon gemeinsam zu entwickeln, wobei es nicht nur um die Entwicklung der Software und des Hacken an sich dabei geht, sondern halt auch die Hardware und die Entwicklung von Demonstratoren und richtigen Prototypen im Vordergrund steht. Das heißt, Konrad hat da auch unterstützt, indem wir zahlreiche Hardware und auch 3D-Drucker, Kameras und Ähnliches zur Verfügung gestellt haben, sodass die Studenten wirklich freie Hand bei der Gestaltung der Lösungsvorschläge hatten und so wirklich demonstrationsfrei für Prototypen entwickeln konnten und auch am Ende der Veranstaltung vorstellen konnten. Wir haben Audi gemeinsam mit dem IFL, dem Institut für Fördertechnik und Logistiksysteme hier in Karlsruhe am KIT, bei der Vorbereitung und der Planung und auch der Durchführung der Veranstaltung unterstützt. Wir haben im Vorfeld gemeinsam mit Audi die Agenda ausgearbeitet und auch die Themenvorschläge, die Audi-Mitarbeiter für die Veranstaltung gestellt haben, ein bisschen evaluiert und vorausgewählt, sodass sie für die Veranstaltung passend waren. Außerdem haben wir verschiedene Softwarebausteine und kleine Programmpakete vorbereitet, die Studenten dann zum Start verwenden konnten und die wir bei der Durchführung der Projekte unterstützt haben. Die Veranstaltung fand bereits im Jahr 2016 zum ersten Mal statt. Damals hat auch das IFL, also das Institut hier am KIT, und Herr Professor Fuhrmann, der Leiter des Instituts, Audi bei der Durchführung unterstützt. Professor Fuhrmann ist auch Direktor bei uns in der Abteilung am FZI und hat im letzten Jahr auf unserer Klausurtagung von dem Event berichtet, was uns sofort begeistert hat. Und als dann die Neuauflage dieses Jahr geplant wurde, hat er direkt an uns gedacht und uns gefragt, ob wir dabei unterstützen und helfen und mitwirken wollen. Die Veranstaltung hat allen Teilnehmern sehr viel Spaß gemacht, gerade weil es um Gruppenarbeit ging, die Studenten mit Studenten anderer Fachrichtungen zusammenarbeiten konnten und auch so viel Neues gelernt haben und neue Technologien entdecken konnten. Außerdem konnten wir einen der beiden Schüler, der bei uns in der Gruppe mitgewirkt hatte, für ein Praktikum bei uns überzeugen. Der hat jetzt kürzlich für 6 Wochen bei uns in der Abteilung gearbeitet und auch diesen Prototypen, den wir am Kreaton begonnen hatten, nochmal weiterentwickelt und nochmal ein bisschen aufgebaut. Es waren schon mehr Studenten als Schüler dabei, etwa 80% Studenten würde ich schätzen wollen. Eine Schülergruppe, die geschlossen daran teilgenommen hat und ein paar einzelne interessierte Schüler, die sich darauf beworben hatten. Es hat sehr großen Spaß gemacht, bei den Studentengruppen mitarbeiten zu dürfen, in gewisser Form die konzeptionell und auch technisch unterstützen zu dürfen bei jeglichen Problemen und Fragen und auch zu sehen, wie sie wirklich innovative und auch beeindruckende Dinge entwickelt haben über die 3 Tage hinweg. Außerdem wurde am Ende, am letzten Tag der Veranstaltung, alle Prototypen auf einer Messe vorgestellt, vor der Werkführung und auch interessierten Audi-Mitarbeitern. Und dort die Prototypen zu sehen und zu sehen, was über 3 Tage, nur 3 Tage in Anführungszeichen, alles entstehen kann, hat sehr viel Spaß gemacht und war sehr beeindruckend.